So Leute, wir sind wieder da zu einer neuen Folge Defiance. Und bei mir der Tess. Der Tess, das bin ich. Ja, übrigens, der Tess nimmt ja auch nicht mehr für sich selber auf. Er macht das alles nur noch mir zu Gefallen oder zuliebe oder auch deswegen, weil er das Spiel auch gerne mal wieder spielen wollte. Ganz genau. Ich habe quasi den Eif dazu gezwungen. Ja. Nein, ich finde das ja eigentlich auch. Wir hatten halt immer die Schwierigkeit, uns da abzusprechen mit Terminen und so. Und heute war es so schön ungezwungen und da haben wir gesagt, okay, und passt schon. Hatten wir auf jeden Fall beide Lust drauf dann. Genau. So, bei dir kam jetzt gerade wieder eine Einladung. Eine Clan-Einladung. Genau, ich habe gerade mal einen Clan gegründet. Das hört sich gut an, ja. Den Defiance-Clan. Nee, ich hab's VSF genannt, nach Virtual Special Forces von meinem Clan, den ich so führe, mit meinen Leuten da. Und ja. Ja, gut. Ja, ich sag mal, ich gehe ja da keinen Vertrag ein. Doch, da musst du jetzt monatlich 12 Euro bezahlen und eine Waschmaschine kaufen. Jetzt brauchen wir uns scheinbar nicht mehr anzunehmen in irgendwelchen, wenn wir uns mal wieder ausloggen und wieder neu und so, ne? Oder beispielsweise, wie? Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch noch keine Ahnung, was alles bedeutet und macht, muss ich sagen. Ich weiß nur, ich habe jetzt einen Clan gegründet. Das fand ich schon toll, dass es ging. Ja, du bist der Clan-Gründer. Genau, Clan-Aktivitäten. Aber du kannst jetzt auch ganz viele Aktivitäten zusammen ausführen, nach dem Motto. Das heißt hier Koop-Partien. Dann kannst du diese Archenfälle zusammen machen und damit Level-Ups kommen als Clan beispielsweise. Und du kannst, was ich ganz interessant finde, und zwar, ich hatte dir auch erzählt, wenn du jetzt auf SCRG drückst, kannst du ja auch in den Defiance-Shop gehen. Ja, weißt du was? Und der Clan, wenn wir dann nochmal den einen oder anderen noch überreden könnten, hä? Dann ja, würde der noch... Warte. Lass mich erst mal zu Ende. Bist du im Shop drin? Ah ja, Defiance-Shop, ja. Genau. Und dann klickt man auf Boosts. Mhm. Da kannst du dir halt verschiedensten Boosts kaufen. Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel einen Ansehen-Boost oder einen EP-Boost, einen Fertigkeiten-Boost. Das heißt, das kriegst du halt schneller. Du kannst mehr plündern, kriegst mehr Scripts. Aha. So. Und das gibt's halt immer als Ego, das heißt für dich, als Clan, das heißt für alle aus dem Clan oder für die Gruppe, mit der du spielst. Und aha, das wäre natürlich ganz sinnvoll, wenn man da viele Leute zusammenbekommt, die das zusammen gerne spielen, das dann als Clan sich ab und zu zusammenzukaufen, wenn man sich denn sowas holt. Kostet ja aber als Clan dann auch mehr, oder wie? Ein bisschen, ja. Aber grundsätzlich, wenn sich das jeder einzeln kaufen will, wäre es noch zu teuer, ne? Es ist halt günstiger, theoretisch, wenn du es halt zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast 20 Leute im Clan. Da können sich 20 Leute das teilen, was du sonst alleine bezahlst, quasi. Ja, kaufst, klar. Mhm. Ne? Also, wenn man es denn nutzen möchte, dann ist das schon sinnvoll, denke ich. Also, es dann, wenn, so zu machen. Na gut, der Alf von Alf Multigamer ist jetzt dem VSF-Clan. Habe ich das richtig gesagt? Ja, VSF. Oh, da oben habe ich 4 Gegenstände abholen. Ja, genau, da kannst du, habe ich auch schon gemacht, und irgendwelche Waffen oder so. Ich habe aber danach nicht mehr rausgefunden, welches war. Archenjäger-Belohnung. Genau. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe es bei mir auch schon angenommen, aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Aha, plus 395 erhalten. Und da Gegenstand holen. Du kannst dir da auch halt andere Quads holen, solche Sachen. Neue Waffen, neue Aussehen. Keine Gegenstände. So, ich würde auch gerne mal so zwischendurch... Oh, was will er denn jetzt? Ein Gutscheincode? Ja, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das der erste, den wir bekommen am Anfang des Spielstarts. Ob das ein Gutscheincode ist, aber wenn ich den da eingebe, funktioniert der nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Berserker erhalten, Berserker Schrotflinte. Was sagt er denn da dauernd? Ja, du kriegst halt irgendwelche Waffen. Du floppt dauernd auf, aber gut, 5 Blendgranaten. Ich habe jetzt überhaupt nicht gehört, was die Alte gesagt hat. Entschuldigung, aber... Brauchst du bestimmt nicht. Ach, du mit dieser blöden Mütze. Du hast doch bestimmt ganz tolle Haare, ne? Nein. Und, also kannst du mal gucken, ob du es auch mittlerweile hast. Ich habe Spikes gefunden schon. Es gibt nämlich neue Ausrüstungsslots zuvor. Aha. Ja, ich müsste sowieso auch mal wieder irgendwas leveln oder hier meine ganzen Dinger einsetzen. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß, mich das muss ich sogar auch wieder machen. Da kenne ich mich doch wieder nicht aus. Überladen. I, ne, war das. Kann sein. Kann sein. Ja, das ist halt immer dasselbe Menü, sag ich mal.
Du musst halt oben dann durchgehen. Das heißt, wenn du deine Punkte verteilen willst, musst du auf Ego-Raster gehen. Na klar, das ist es doch auch. Und du hast mal gesagt, es wäre ganz gut, wenn man erstmal eine Ja, Sache. eins voll macht, genau. Also ich bin mittlerweile so weit, ich bin Ego Level 220 und kann mittlerweile fünf Slots belegen. Das heißt einen großen und vier kleine. Und ich habe drei kleine schon voll und meinen großen auch schon auf Max, wie ich kann. Das heißt, ich bin jetzt Ich mache jetzt bei der einfach mal Punktspitze. hier wild drauf los. Ja, ich würde es mir wirklich durchlesen, was es bringt, weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, was du skillst. So, ich kann jetzt eh nichts mehr vergeben. So, Okay, Inventar 27 von 28 irgendwas. Ich muss unbedingt auch was verkaufen und sowas, glaube ich, muss man auch mal machen. bewegst du dich 3 Sekunden noch. Ich Ach. lese ganz kurz durch, was ich mir hier noch zulege. Tu dieses. Glaube, ich nehme aber den hier. Erhöht den Dauer meines Modis um 2 Sekunden. Dann wollen wir verkaufen, meinst du? Ich habe so viel Klamotten im Inventar. Kannst du mein Inventar einsehen? Nein, den Inventar kann ich nicht einsehen. Ich habe so viele Waffen. Und würde gerne mal mit dir Quad fahren. Ach so, willst du testen, ob das mit dem. Genau. Ich würde gerne mal testen, ob es mittlerweile funktioniert. Das heißt, ich rüste bei mir jetzt auch wieder mein Quad aus. Welches war? Ich kann das Menü nicht verlassen. Ah, doch, jetzt. So. Mit V rufst du es. Du müsstest es noch ausgerüstet haben. Wollen. Dein Quad fährt alleine. Okay, also hat es sich nicht gebessert. Wenn du sagst, jetzt schon mal Quad fährt alleine. Ja, du bist eben abgesprungen. Also bei mir fährst du noch ganz normal. Ja, du warst gerade angehalten. Ja, das habe ich auch wirklich. Ich wollte auf dich warten. War so mein Plan. Oh, da kommen dauernd Autos entgegen. Die fahren dauernd durch mich durch. Aber du, dein Quad fährt alleine. Aber ich fahre deinen Quad hinterher. Aber schon viel besser als vorher, muss ich sagen. Ne, jetzt bist du verschwunden. Ja? Also bei mir läuft's super. Ich sehe dich die ganze Zeit. Ja, dann werde ich wieder das Auto wechseln und dann. Ja, Jetzt ich. fetzt. Mein Problem ist, ich finde dich jetzt gerade nicht. Warte kurz. Da Ich bist du stehe hinter wieder. dir. Abspringen, ne? Einpacken brauche ich das Ding ja nicht, ne? Nee, das ist schön für alleine. Okidoki, auf So, ich geht's. suche kurz schon mal die nächste Quest. Die ist da unten. Nächste Quest. Ja, wir machen jetzt erstmal Quests, würde ich sagen. Das ist, denke ich, fast das Sinnvollste, weil wir möglichst bald mal auch in die späteren Güte kommen wollen. Da ist auch einer mit dem Quad wieder. Also Ja, ich das sehe haben das sie schon, scheinbar. Fahrzeug. Ja, weißt du, das kann natürlich auch an uns jetzt liegen, ne? Durch deine Internetleitung, die ja nicht ganz so Das pralle ist, Komische ne? ist halt, dass ich dich ordentlich gesehen habe und wir haben fast dieselbe Internetleistung. Alf. Nein, ich habe eine 25.000er. Ach, 25.000? Ja, okay, das ist ja mal das Doppelte. Ja, ich habe auch einen guten Upload. Also naja, ich sag jetzt einfach mal mein. Schon wieder hier dran hängen Ah, geblieben. immer dieselbe Kiste. Ah. Ach, nein, sag nix mal. Er fährt er über diesen Huckel. Nein, er hätte Straße oder den Feldweg fahren können. Nein, er muss genau über diesen Huckel fahren. Jetzt nicht sagen, dass es geplant war, aber. Ne? Ach, hier, Konsulat immer wieder. Genau. Und das Schöne ist, hier können wir auch verkaufen. Ja, du müsstest mir da ein bisschen bei helfen, glaube ich. Ja, können wir gleich machen. Das Ich muss mich Problem aber erstmal ist, ganz kurz selber zurechtfinden und danach können kann ich ich dir weiß helfen, aber ne? auch nicht, was bei mir gut ist und was schlecht ist. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Ja. Ach so, Lockbox ist das. Kaufen, Oh, ich verkaufen. hab mir Nee. gerade eine Lockbox gekauft. Ich will verkaufen, hallo. Nee, das hier kannst du nicht verkaufen. Du musst hier verkaufen, in dem Automaten. Ah, danke. Ich. So, Oh, also. Leute, die Leute Aber werden denken. zuerst würde ich an deiner Stelle ins Inventar gehen und erstmal alles ausrüsten. Das heißt, du gehst jetzt erstmal weg vom Automaten.
Ja. Drückst dann die L-Taste. Die L. Ja, die L-Taste. Ja. So. Und dann guckst du mal einfach in jedem Slot, ob das schon das Beste ist, was du ausgerüstet hast. Also, das Beste bedeutet, ich kann also von den Einfach Nummern hören. vergleichen. Einfach vergleichen. Muss ich draufklicken, ne? Genau, du klickst einfach drauf. Bei Waffen hast du, denke ich, schon das ausgerüstet, was du haben möchtest, vermute ich. Ja, wie komme ich wieder zurück? Inventar, ach da, alles klar. Waffen ist eigentlich das, was ich haben will, ja. Dann das Behaupte ich Schild. mal. Schild, das, was eingerahmt ist, so gelb eingerahmt ist, das ist, habe ich immer jedes Mal ausgerüstet, ne? Genau, glaube ich, vermute ich. Okay, zurück. Hallo. Ach, Inventar, machen wir es so rum, ist egal. Gut, dann haben wir da Blendgranate. Da gibt es auch Splittergranaten. Ja, Lieber dann musst du Splitter. mal gucken, was du gerne hättest. Ja, ich würde lieber Splittergranaten haben. Ich stehe eher auf Splittergranaten. Ich finde das immer so schön, wenn man jemanden zerfetzen kann. So, was ist denn Spikes? Oh, kann ich jetzt auch ausrüsten? Ja, genau, die wirst du wohl mit der Zeit freigeschaltet haben, vermute ich. Warum zeigt er mir die jetzt nicht an? Ach so, ich muss ausrüsten sagen. Ah ja, jetzt habe ich sie drinne. Deswegen muss ich Splittergranate sagen, ausrüsten, jawohl. Und da, ach so, zurück. So, was ist Sims oder was das ist? Da Zenkerstimmen. habe ich noch nichts, muss ich sagen. Ich habe es noch nie gesehen, noch nie Ne? benutzt. Okay, dann habe ich ja sogar mal was vor dir. Und die Was kann ist denn man das? Was steht denn da? Zinkersens, warte mal, was steht denn da? Zinkerstimmen erhöht Nahkampfschaden. Bietet Immunität gegen Stöße und weicht für kurze Zeit zurück. Schützt nicht Okay. davor, niedergeschlagen zu werden. Wird wohl, ja, irgendeinen Effekt Anzahl haben. 5 von 10. Ja, wahrscheinlich jetzt eine maximale Aufladung oder so. Ich kenne mich damit nicht aus. Ist mal ganz ehrlich, ich bin da nicht so der Typ für. Ich, ne? Zwei Waffen und Ballern. Fahrzeuge kann ich eh noch nichts machen und dann habe ich da unten noch Fähigkeiten. Was kann ich denn da noch machen? Kann ich da noch was machen? Nee. Okay, zurück. Dann habe ich hier noch so kleinere Sachen, so. So Energieüberschuss, Nerven aus Stahl. Da kann ich nichts mitmachen, ne? Muss ich. Ach, das sind die Warte. Dinger. Genau, das sind die zum Ausrüsten, glaube ich. Ich musste auch gerade erstmal wieder reinfinden, halt, ne? Weil ich Ja. halt auch nicht mehr ganz drin bin. Das ist halt auch schon eine Weile bei mir her. Sturmpulsierer. Ich habe zweimal eine Ausrüstung. Ausrüstung Überlebenskämpfer und einmal Ausrüstung. Aha, für meine anderen Char oder was kann das sein? Nee, ich glaube, das hat dann was damit zu tun, Das ist alles so dass du die kompliziert. upgraden kannst, die Waffen. Ich habe zwei Ausrüstungen. Jeweils ist auch ein anderer Typ dabei, ne? Auch von den Klamotten her. Das ist echt, der Charakter steht doch da. Zwei Charakter. Für die anderen Charakter musst du wohl Geld bezahlen, ne? Du. Naja. Nee, die wirst du mit der Zeit freischalten. Guck So. mal, mit Level 250 schaltest du den dritten frei, mit Level 750 den vierten. Ach so. Ich bin jetzt Level 220, weiß nicht, welches du bist. Warte mal, da muss ich auch noch mal gucken. L hast du gesagt, ne? Wo siehst du denn das? Unten links in der Ecke. Ego-Level? Genau. 180. 220. 220 bist du schon? 220? Und nein, ich habe nicht gespielt, während du nicht da warst. Ja, ich weiß, Nur du. um gleich irgendwelche, ne, Beschuldigungen rauszunehmen. So. Gut, dann verlasse ich das Menü und jetzt kann ich verkaufen gehen, oder was? Ja, alles, was du jetzt nicht mehr brauchst, kannst du verkaufen. Ja, was brauche ich denn nicht mehr? Halt alles, was du nicht ausgerüstet hast, quasi. Luftdruckluftgewehr, das braucht man ja auch nicht. Also. Muss ich anklicken und dann verkaufen, ne? Ja, denke. MDR XAR, der bringt 1000. Echt? Ja, ich bringe ja teilweise unterschiedlich viel, aber auch mal mehr, mal weniger. Verkaufen wir einfach die Schrotflinte. Mit Schrotflinten könnte ich schon lange, schon nie was mit anfangen. Automatische Schrot. Ist ja Wahnsinn. Raketenpott. So was brauche ich auch nicht. Schwarmkanone.
Außerdem findet man sowas ja auch ständig, ne? Natürlich. Ah, Ladung Bolter. Gelenkter Raketenwerfer. Erweitertes Magazin, das sind Mods, die darf ich nicht verkaufen, hast du mal gesagt. Genau. VBI Kurzlaufschrotflinte. Komm her, diesen MDE da. Ach nee, den. Nein, nein, nein. So, und dann habe ich hier unten noch andere Sachen. Blendgranate, ach so, das sind meine Ausrüstungsgegenstände. Ich glaube, ich habe alles verkauft. Okay. Menü verlassen. Wie Also viel ich Geld? habe bei mir zum Beispiel das Problem, dass wenn ich bei mir in meinen Rucksack gucke, ich immer noch einen Arsch voll habe und nichts mehr verkaufen kann. Wie, du kannst nichts verkaufen? Geh doch mal Ja, ich dahin und vermute, das verkauf. sind gesavte Sachen oder so, dass ich die einfach Hier nicht steht da verkaufen kann. Mod hinter oder? Sind die lila vielleicht? Weil das ist mein komisches Nee. Teil da auch. Was sind das hier? Ich habe eine grüne Ausräucherung. Waffe, den Deadbolt, den kann ich zum Beispiel nicht verkaufen. Du weißt doch, dass du gerade gar nicht am Verkaufsstand stehst, ne? Ja, auch wenn ich am Verkaufsstand stehe, kann ich das nicht. Der war doch gut von mir, oder? Ja, also es gab schon schlechtere, nennen wir es so. Gut. Na gut, das ist doch jetzt auch genau die richtige Gelegenheit, einen Cut zu machen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis denne.